Hallo? Immer diese aufdringlichen Mitarbeiter. Gehen Sie mal da weg. So. Okay, ich habe gesagt, ich brauche nochmal Eisen. Und zwar insgesamt 5. Und ich brauche nochmal einen Ofen. Natürlich habe ich natürlich... Ah, ich habe ja noch genügend Steine. Hätte ich gerade einen Enderman. Ja, toll. Okay, dann habe ich hier einen Ofen. Einen Iron Furnace. So. Mir fehlt Redstone. Hooray. So, und ich habe jetzt schon meinen letzten Diamanten. Toll. Jetzt werden schon wieder einige vom Bildschirm hocken und Angst kriegen. Nee, das kriegen wir schon, das kriegen wir schon. Ich habe doch schon einen Generator. Der Generator dafür kommt hierhin. Dann schmeißen wir auch gleich mal etwas Kohle rein. Und dann gehen wir mal schnell rüber. Und holen uns etwas davon. Ah, jetzt, wie gesagt, jetzt wird es einfacher mit den Maschinen. Es dauert zwar noch etwas, weil wir noch keine Beschleuniger haben, aber es geht jetzt auf jeden Fall mit den Materialien etwas besser. So, und dann machen wir auch noch gleich was. Und zwar, ich brauche, bitteschön, einmal dich. Dich habe ich schon. Aber ich brauche noch deinen Kameraden, dich. Genau. Machen wir da rein. Und zwar... Ja, was macht er denn jetzt? Ja, jetzt haut er das einmal durch den Maserator. Ich brauche es nur zum Einlesen. Also, wie gesagt, wir verlieren nichts. Gott sei Dank. Davon haben wir schon 6. Wir haben einmal den Dust. Ja, das ist jetzt ganz spannend natürlich, zuzugucken, wie schnarchig das da durchläuft. Also wie gesagt, ich versuche so schnell wie möglich da die Upgrades reinzuhauen. Also vor allem, das könnte ja eventuell mein zweiter EMC-Generator werden. Oh, Zinn. So, gehen wir gleich mal rüber. Einmal einlesen bitte. Und jetzt gebe ich was, jetzt mache ich was richtig Teures. Habe ich eigentlich einen Kopierdiamanten? Nein, habe ich nicht. Also das heißt, ganz schnell den da reinlegen. Nicht, dass ich auf dumme Gedanken komme. So, dann legen wir mal den da rein. Oh, wow. Ich habe 2 Gold-Dust rauskommen. Jetzt werden sich einige fragen, was ich jetzt vorhab. Wir brauchen was. Und das wird nochmal so richtig teuer. Also es kann sogar sein, dass mir wirklich alles ausgeht. Hm, wäre nicht schön. Oh, wir haben 4. Ich glaube, das müsste reichen. Und zwar... Ich glaube, wenn ich jetzt mich nicht täusche, könnte es so. Und das gehört so. Und, ja, ich habe meinen Leuchtsteinstaub. Glowstone. Oh, jetzt müssen wir das Ding schnell leer machen. Das ist wichtig. Weg, weg, weg. Und weg, und weg. Ja, ist ja gut. So, Leuchtsteinstaub. Jawohl, er hat es gelernt. Wichtig. Ganz wichtig. Okay, das heißt, du kommst wieder rein.
So, schauen wir mal schnell. Nein, leider nicht. Ich habe jetzt gehofft, dass das da, der Dust, EMC hat. Hat er aber leider nicht. Okay. Wir haben auf jeden Fall die 2. Oh, okay. Müsste sogar reichen. Schmeiß mal rein. Schmeiß mal rein. Schmeiß mal auch rein. So. Dann haben wir hier diesen. Dann nehme ich den da noch. Wir haben auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt Kupferdust dreimal und einmal Eisendust. Davon brauchen wir auch noch ein paar. So, das brauchen wir ja Gott sei Dank auch nur einmal. Und wir haben Bronzedust. Bronzedust wird gleich eingelesen. Wir freuen uns. Okay, dann hätte ich gesagt, dann gleich mal reinhauen. Oh, ja. Dann gleich mal Kabel herstellen. Das Wichtigste. So. Oh. Ja. Wäre nicht ich, wenn es richtig gewesen wäre. Okay, dann schön brav. Wir brauchen einen Schaltkreis. Der kommt dahin. Die zwei kommen dahin. Du kommst dahin und wir haben unseren Elektroofen. Ja, endlich. Es geht voran, es geht voran, es geht voran. Stellen wir gleich hin. Oh. Ja. Das war natürlich sehr sinnvoll. Okay. Ich brauche jetzt ganz schnell noch davon 4. Kabel müsste ich genügend haben. Einen Schaltkreis. Das müsste ich, ja, das hätte ich gerne gehabt. Ich brauche davon ein bisschen Eisen. Wie gesagt, wir haben jetzt Gott sei Dank Strom dafür. Es geht etwas schneller. Okay. So, das heißt, wir machen uns schnell. Noch ein paar Schaltkreise. Okay, dann heißt es, wir brauchen noch eine Batterie. Ja, genau. Seit neuestem macht man Batterien. So. Okay, dann haben wir eine Batterie. Dann brauchen wir Bronzedust. Davon bräuchten wir etwas mehr. So, genau. Dann legen wir hier mal wegen Dust rein und dich legen wir auch rein. Ich sehe das noch, dass ich dann irgendwann das nochmal kopieren kann. So, dann legen wir schnell noch das rein. So, davon brauchen wir jetzt 5. Ja, ich will mir auch demnächst noch eine Rüstung machen. Aber die hat momentan keine Priorität. Ich sag, jetzt mache ich schnell noch diese Kleinigkeiten fertig. Den Rest lassen wir auch noch durchlaufen. Okay.
Dann machen wir uns einmal. Genau. Einmal machen wir uns für 10. Hervorragend. Okay. Davon brauchen wir sowieso einen Haufen. Und wir haben einen Wrench. Wrench mal. So, dann kommt die Batterie unten hin und der Circuit in die Mitte und okay. Okay, alles klar. Entschuldigung. Okay, dann muss ich dich so machen. So, dann drücken wir M und Rechtsklick. Loseless Wrench Mode enabled. Dann tun wir das mal schön brav da raus. Legen das rein, legen das da rein. Warten. Und warten. Warten immer noch. Ja, was dieser Modus macht, ganz einfach. Also es gibt diesen normalen Modus, wo du normal abbauen kannst. Da verbraucht er nicht so viel Energie. Kann aber passieren. Ich weiß es nicht genau auswendig. Ich weiß jetzt nicht genau diesen Faktor. Es gibt halt einen Faktor, dass eine Maschine zu einem Eisenblock wird. Und mit diesem Loseless Mode verbraucht er meistens, nicht immer, viel Energie. Und diese viele Energie hat den Vorteil, dass die Maschine definitiv nicht kaputt geht. Und das ist das, was ich jetzt brauche. Na komm. Er ist voll. Und wir gehen zum Generator, wo wir falsch gesetzt haben. Und klack. Und wir haben immer noch den Generator. Und ihr seht, das Ding ist fast leer. So. Was wollte ich mit dem Generator machen? Ich wollte... Ja. Der ist leer. Na, klasse. Ich mich freuen. Oh. Ich habe einen Bronzebahn. Habe ich natürlich noch nicht dem Ding beigebracht. Machen wir natürlich schnell. Und mir ist doch tatsächlich schon wieder das Material ausgegangen. Das kann doch nicht geben, oder? Hm. Dann schnappe ich mir schnell noch eine Axt. Leg mich schnell hin. Wie gesagt, das Bett steht Gott sei Dank weit genug von den ganzen Viechern weg. Auf Wiedersehen. So, dann machen wir schnell noch zwei Sachen. Und zwar, einmal wollte ich euch zeigen, was wir brauchen. Und zwar als nächstes machen wir The Bronze Age. Bronze Age ist auf braun, ist auf der Seite ziemlich weit hinten. Dann gehen wir da schnell noch hin. Das ist The Bronze Age. Also wir brauchen einen Carpenter, einen Forester, einen Mushroom Picker, einen Biogas Engine, einen Rainmaker, einen Electrical Engine, einen Pumpkin Farm, einen Bio Power Generator und einen Still. Was auch immer das ist. Okay. Und halt. Ich will noch was gucken. Und zwar. Als nächstes steht hier zwar Gated Logic, aber. Es ist zwar Buildcraft, aber das Ding ist sowas von langwierig und teuer. Das werden wir nebenbei laufen lassen. Als nächstes kommen dann Advanced Machines. Jetzt werden einige sagen, ja, Advanced Machines kannst du doch nicht machen. Brauchst doch Lapus. Bronze Age. Aber das ist die schwarze Lampe. Das ist die hier. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Für die Sachen, wo mir kein... Lapis brauchen.
Werden wir auf jeden Fall versuchen zu tun. Und zwar, wir brauchen einen MFSU, einen Terraformer, einen Rotary Macerator, einen Induction Furnace, einen Recycler, zum Beispiel den da, einen Singularity Compressor, einen Mass Fabricator, einen Geothermalgenerator, das ist das, was ich noch bauen will, und einen Centrifuge Extractor. Genau. Also, wie gesagt, Mars will ich auch noch bauen, der kommt auch noch in den IC-Raum, nur der kommt etwas abseits, weil das Ding frisst so richtig Strom. Beziehungsweise, da werde ich eventuell sogar einen eigenen Raum dafür einrichten. Aber das mache ich dann alles erst, wenn ich Red Power habe. Und warum, dass ich den als nächstes machen will? Ganz einfach. Mit dem Ding gibt es Silber und Lehm als Bonus. Na, ich habe nachrecherchiert, woher ich das weiß. Ja, ich habe mal wegen im ich habe mir mal erlaubt, in einer Probespiel das ganze Zeug da hinten reinzuwerfen, zu sehen, was gibt's wo. Ja, ich weiß, das nennt man ein wenig Spoilern, aber ich möchte ja nicht zum Beispiel das nächste machen und danach kommen wir nicht weiter und ihr habt mir 10 Stunden zugeguckt beim ja, nicht weiterkommen. Das wollen wir ja nicht, das will ich ja verhindern. Und deshalb, ja, habe ich mal nachgeguckt, was es so alles gibt. Und ja, wenn wir das dann haben, können wir diesen schönen Ofen von Red Power machen. Und dann Messing herstellen. Und mit Messing geht es dann halt gewaltig voran. Weil dann können wir anfangen, diese Rohre zu bauen von Red Power. Mit diesen Rohren können wir dann effektivere Maschinen machen und dann können wir eine Stromversorgung herstellen der Güteklasse A. Und der wird das wird dann der Nachbarraum von dem Raum, wo wir jetzt gerade sind. Also wie gesagt, wir haben noch richtig viel vor. Also alleine die Aufgabe mit den Gates ist schon der Hammer. Wie gesagt, ich habe ja auch ein paar LPs geguckt, also da hat jemand auch dieses gemacht und er hat gesagt, er hat pro Gate 12 Minuten gebraucht. Ja, klasse. Also das heißt, wir müssen dann schauen, dass wir das irgendwie so einbauen, dass ihr euch nicht langweilt und nicht jedes Mal 12 Minuten, dann machen wir 12 Minuten Folgen, genau. Warten bis ein Gate oder wie auch immer fertig ist? Das wollte ich ja ganz schnell vermeiden. So, und Gott sei Dank, jetzt haben wir ein bisschen Holz. Jetzt haben wir wieder 2000 EMC. Das ist doch super. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte etwas Zinn rausnehmen. Ich brauche davon 4 Stück. Diese schmeißen wir hier rein, und zwar so. Jetzt haben wir Empty Cells. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert, was ich jetzt vorhab. Okay, ja, es würde gehen, aber es würde mir nichts bringen. Aber das weiß ich definitiv, dass es geht. Also, okay. Holz brauchen wir sowieso jetzt dann noch ein wenig. Und Stein. Und wir lesen noch schnell die Lavazelle ein. Und wir haben das, was wir jetzt dann eben brauchen, um das herzustellen. So, dann einmal rein. Das Holz lassen wir mal da. Das tun wir auch rein. So, was wollte ich jetzt eigentlich noch tun? Genau, ich wollte eigentlich diesen da bauen. Dazu brauchen wir Glas, was ich nicht habe. Klasse. Aber nehmen wir irgendwas raus. Okay, dann kommt hier Glas hin. Dann kommt hier das hin. Dann brauchen wir einen Generator. Und davon 2 und hab nur einen.
Aber wie gesagt, das ist ja kein Ding mehr. Okay. Dann geht es flöhlich. Flöhlich geht es los. Ja, einen Geothermalgenerator. Okay, so, und jetzt wisst ihr, warum ich das Baby hier gemacht habe. Die lege ich mal schnell hier rein. Ich habe zwar keinen Dia mehr zum Anfeuern, aber zum Beispiel ein Goldnugget. Das bringt mich schon wegen weiter. Dann, nehmen wir noch ein wenig Eisen. Flupp. Und wir haben 8 Zellen. Genau. So, dann Geothermalgenerator. Bitteschön. Hier hin. Diese 8 Zellen. Schmeißen wir rein. Und wir haben Strom. Zwar nicht viel, aber von Anfang wird es reichen. Dann werden wir auch gleich hingehen. Noch dieses Baby schnell füllen. Ja, ich bin beim Überlegen, ja, nicht nur ich mal, wenn das Ding leer ist, hätte ich natürlich eher da drauf kommen können. Wird es umgebaut, das heißt, der da kommt dahinter und der da kommt dann dahin. Ja, das ist das, wenn man rumfällt und nicht mehr weiß, was man tut. Okay, dann hätte ich gesagt, war's das mal fürs Erste. Und beim nächsten Mal werden wir, wie es nicht wie es aussieht, sondern wir werden hier ein wenig weiterbauen. Wir werden anfangen, den Darkroom zu bauen. Es wird auf jeden Fall jetzt spannend weitergehen. Und ich hoffe, wir sehen uns. Wie gesagt, falls euch die Folgen mal gefallen, könnt ihr mal einen Daumen hoch machen, dass ich sehe, ich mache hier auch was für euch, nicht nur was für mich. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ciao, bis zum nächsten Mal.